Lucio! Oh. Tu es, Harry. Sie hat ihn getötet. Tu's schon. Harry! Es war unklug von dir herzukommen, Tom. Die Auroren sind unterwegs. Bis dahin bin ich verschwunden und du wirst tot sein. Dumbledore! Was? Hast du immer noch nichts gelernt, Tom? Boah, ich darf Dumbledore zocken. Geil! Das Böse wird nie gewinnen. Das Böse. Es ist vorbei. Bist du müde? Mann! Das Gute siegt immer! Kann es sein, dass Dumbledore immer daneben trifft? Ah, jetzt hat er getroffen. Zeit, die Sache zu beenden, Tom. Deine Zeit ist vorbei! Das Böse wird nie gewinnen. Jetzt lädt er irgendwie auf. Deine Kraft schwindet. Ich spüre deine Schwäche. Ich hab den gerade abgewehrt. Deine Zeit ist vorbei. Jetzt hab ich das aber alles abgekriegt. Bist du müde, alter Mann? Ist das jetzt abgebrochen? Die Auroren werden bald hier sein. Deine Kraft schwindet. Ich spüre deine Schwäche. Oh nein! Du kannst mich nicht töten, alter Mann. Es gibt Dinge, die schlimmer sind als der Tod. Ich werde dich töten, alter Mann. Allerdings, wenn dein Tod völlig bedeutungslos ist für dich. Voldemort? Harry, rühr dich nicht vom Fleck! Vielleicht? Ach du Kacke. Der versucht jetzt in meine Gedanken einzudringen, ne? Hä? Mann, wie lange denn noch? Krass.
Niemals wirst du wahre Freundschaft spüren oder Loyalität oder Liebe oder wahre Freude. Und deswegen kann ich dich nur bedauern. Ich sah ihn. Es war Voldemort. Er ist zurück. Wie einfach umkippt. Ich finde die Schrift, die passt auch überhaupt nicht. Laut Prophezeiung kann keiner überleben, während der andere überlebt. Das bedeutet, einer von uns soll den anderen schließlich töten? Ja. Tut mir leid, das mit Sirius. Sämtliche Zeitungen berichten von Voldemorts Rückkehr. Sogar der Tagesprophet konnte dem nicht widersprechen. Ist alles in Ordnung, Harry? Ich überlege gerade. Ja, nee, ist mein Onkel ist nur gestorben, aber ansonsten ist alles. Doch dafür haben wir etwas, das Voldemort nicht hat. Etwas, für das es sich zu kämpfen lohnt. Blöd, ey. Wirklich. Oh. Oh, nee. Du warst lange nicht mehr in unserem Halt doch die Fresse! Oh. So. Also. Finde Lunas verlorene Besitztümer. Ach das, ja. Also ich kann mir vorstellen, wenn ich diese Aufgabe jetzt abschließe, dann, dass das Spiel dann zu Ende ist. Sprich, ich kann dann mal die Aufgaben nicht mehr machen, die ich hier noch habe. Ich guck mal kurz. Spielinfo war das, glaube ich. 74%. Okay. Ja, da ist ja noch einiges. Fliegende Geschöpfe entdeckt. 4 von 5. Was? Zauberschachspieler? 3 gibt es. Knallpoker, Koboldstein. Lunas Kleider gefunden. Tierspuren gefunden. Zaubertafeln. Schachstatuen. Ja, ist jetzt die Frage. Hat er sich immer noch traut, hier rumzulaufen? Ja, ich glaube, ich würde mal zu Luna gehen und warte erstmal ab, was sie mir sagt. Würde ich sagen. Sogar der Minister sagt, dass er verrückt ist. Hab ich sie nicht gerade ausgewählt? Ah. Ach so. Ist ja gleich hier. Hallo? Wo ist die denn? Ach da. Nee. Hä? Wo ist die? Ah. Da ist sie. Hallo, Luna. Was machst du hier? Nun, meine ganzen Sachen sind weg. Die anderen Schüler nehmen und verstecken sie. Warum verstecken sie deine Sachen? Weil sie mich seltsam finden, glaube ich. Einige nennen mich sogar Loony Lovegood. Aber das ist noch lange kein Grund, dir deine Sachen wegzunehmen. Ich sag dir Bescheid, wenn ich sie finde. Hä, was? Wie soll ich jetzt... Oh, nee. Die können ja überall sein. Nicht schon wieder. Och. Scheiße. Ja, okay. Dann würde ich sagen, dann verbinde ich das doch jetzt mit, Oh, nee, wie ich sowas hasse. Wie soll ich die denn finden, die Sachen von ihr? Kann ich ihn schon herausfordern? Du meinst, du könntest Schach spielen, Potter? Du hast nicht den Hauch einer Chance. Du hast keine Chance, Potter. Ja, halt doch mal die Fresse jetzt. So, okay.
Oh, ich finde, die sehen echt gleich aus, ne? Also das hier ist der König, das ist die Dame. Na, das wäre jetzt... Das kann doch nicht sein. Scheiße, ich habe den schon wieder verwechselt. Ich verwechsel immer den König mit der Dame. Scheiße. Ach Mist. Das ist mir letztens schon passiert. Toll. Schach. Oh, na toll. Schach. Achso, ich kann nur hier hin. Wieder Schach. Schach. Oh, soll das jetzt immer so weitergehen, oder was? Aber das war doch jetzt total blöd. Weil jetzt kann ich doch... Das hätte ich nicht gemacht an seiner Stelle. Ich überlege gerade. Na, dann schlägt. Aber dann ist die Dame ja weg. Ich glaube, ich riskiere es mal. Okay. Der scheiß Bauer, der kommt von mir aus ruhig. Schach.
da habe ich nicht aufgepasst. Stimmt. Schach. Sein, dass ich schachmatt bin? Ja, ich kann doch gar nichts mehr machen. Ach. Hä? Ach, das ist ja doof. Dann... Naja, obwohl, ist die Frage, ob die das macht. Schachmatt. Ja, schade. Naja, gut. Dann würde ich sagen, das mache ich dann beim nächsten Mal nochmal. Genauso schlecht im Schach wie in Zaubertränke, Potter. Komm, so schlecht war ich nicht. So. Kleidungsstücke finden, na super. War da nicht was? Mann. Ist das nicht was von ihr? Hi! Hallo. Da, das, was da liegt. Ich glaube, das gehört Luna. Okay. Aber ganz ehrlich, das könnte doch überall sein. Jetzt muss ich jetzt im ganzen Schloss gucken, oder was? Scheiße. Hm. Quatsch mit Soße. Aber ich würde mal vielleicht... Ich würde mal in der Bibliothek nochmal gucken. Oder ich laufe hier einfach rum. Oder ich weiß nicht. Nur nicht aufgeben, Mr. Potter. Auch das noch. Was für eine Scheiße. Vielleicht auch im Gemeinschaftsraum? Ich weiß nicht. Ein toller Tag zu lernen. Oh, verdammt. Das ist echt eine undankbare Aufgabe. Ich wollte noch mal in den... Willst du nicht noch mal in unserem Raum? Nee, will ich nicht. Im Gemeinschaftsraum wollte ich mal gucken. Klamotten? Hallöchen. Hey. Nee. Aber ich guck mal, ob vielleicht im jungen Schlafsaal was ist. Bibliothek könnte ich mir noch vorstellen, dass da was ist. Aber da muss man ja auch richtig genau hingucken. Ist das nervig. Boah, jetzt die blöde Tür hier.
Ja, Bibliothek gut möglich, aber na. Hier riecht's irgendwie nach Schlammblut. Ja, ja. Bis zu diesem Sommer war ich noch völlig ahnungslos. Hallo. Mann, dass die immer im Weg stehen. Sind das die Zaubertafeln eigentlich? Was ist hier? Hier könnte ich auch gucken. Ja, hier bin ich ja auch nicht weitergekommen. Ich hätte ja gedacht, dass man hier... Ist da jetzt Wasser drin? Oder sieht es nur so aus? Ich kann halt das Wasser nach wie vor nicht anmachen. Finde ich sehr schade. Nee, hier kann ich nichts machen. Also, ich wüsste nicht was. Lodernde Ohrwürmer. Sie beobachten uns! Sie beobachten uns! Naja, ich bin froh, dass Hermine nicht sagt, wir müssen Lunas Kleidungsstücke finden. Und das jede Minute. Die hält wenigstens die Klappe, das finde ich gut. Ich höre gar nicht zu. Ich gehe in die Eulerei, um einen Brief abzuschicken. Kommst du mit? Okay. In der Eulerei könnte natürlich auch sein, dass da was ist. Hä? Oder auch hier? Stimmt, hier könnte ich versuchen, noch eine bessere Note zu bekommen. Aber ich habe da jetzt keinen Bock zu. Das ist eine scheiß Aufgabe. Alles im Lack. So. Da. Das gehört Luna. Okay, dann war ich ja schon mal gar nicht so schlecht. Was ist mit ihm eigentlich? Mein lieber Schwan, wenn das nicht Harry Potter ist. Ich habe alles über dich gelesen. Stehst ja ständig in der Zeitung. Ja. Aber das meiste ist nicht wahr. Nicht wahr? In den Zeitungen steht es schwarz auf weiß. Allerdings habe ich auch schon lange keine Zeitung mehr gesehen. Ja. Kann ich die Abkürzung hinter Ihrem Porträt benutzen? Oh, nein, nein, die ist nur für Bedienstete. Naja, vielleicht könnte ich ja mal eine Ausnahme machen. Verrate mir die Schlagzeile des Tagespropheten und ich lass dich durch. Okay. Die Schlagzeile des Tagespropheten, da liegt hier denn einer? Vor allem ändert sich die doch immer. Naja, aber sag mal so, ich habe das Spiel ja eh fast durch. Da brauche ich ja jetzt den Geheimgang nicht mehr. Da, hier sind noch, okay, in der Bibliothek ist auch noch, ist die Ravenclaw-Spielerin. Vielleicht könnte ich es mit ihr nochmal probieren, aber... Ja, mal gucken. Okay, Bibliothek, wo könnte es denn noch Sinn machen? Krankenflügel vielleicht? Ja, vielleicht. Ich gehe mal in den Krankenflügel gucken. Was ist mit ihm? Okay, okay. Alles klar. Mir
fehlen 3 Karten, mehr nicht. Was ist hier? Sie? War ich hier schon? Was haben wir jetzt? Ich habe einen Sturm. Ach so. Mensch, geh. Kann mir mal einer sagen, was das soll? Ich finde es lustig, man weiß immer nie, wer da redet. Ah, hier wollte ich gar nicht hin, aber ich kann trotzdem hier mal gucken. Mann, geh! Hä? Bianthuskraut, hoffentlich muss ich das nie wieder essen. Einmal mit Kim rumlaufen reicht. Aber das war da vorher noch nicht. Kann es sein, dass sich das immer ändert? Dass hier immer was anderes dazu kommt? Nee, aber hier glaube ich nicht, weil hier ist ja dann Unterricht. Ich habe die Nase voll von dem ganzen Gelaber. Lodernde Ohrwürmer. Ah, sie sind überall. Ich könnte hier auch noch mal zocken, aber das war, glaube ich, dieses Spiel, in dem ich echt schlecht bin. Meinst du, Potter hat recht mit dem, was er über ihn, dessen Name nicht genannt werden darf, sagt? Ich habe viel über ihn gelesen. So böse war der gar nicht. Unmöglich. Ich hoffe, Umbridge schmeißt alle Gryffindors raus. Darf ich echt hier einen ganz Hogwart suchen nach den Scheißdingern? Aber ich glaube, hier ist, glaube ich, nichts von ihr, ne? Ja, Große Halle, Bibliothek. Ja, das hat auch Sinn gemacht, auf jeden Fall. Da könnte ich auch noch mal gucken. Ich müsste ja jetzt eigentlich auch in Umbridges Büro können. Weil die ja nicht mehr da ist. Du gehörst nach St. Mungo. Warum sind sie so gemein? Mann, geh aus dem Weg. Hallo. Und hallo. Hier kann ich ja auch noch was machen, aber ich weiß nicht was. Wir müssen die Slytherins im Quidditch schlagen. Ich habe schon überlegt. Ich weiß nicht, was man hier machen kann. Also normalerweise. Oh, hier. Das muss von Luna sein.